Lackierung sehe ich hier. Das SRF. Michael Welle. Derweil auf Platz hier und wir haben einen Gast hier, den Stefan Lenecke. Ja, wurde hallo. Sag mal, ich habe mal kurz eine Frage. Ich habe gerade von SKS drüben die Anfrage, ob der Stream schon läuft oder nicht, weil bei denen auf der Seite, die haben es verlinkt, da kommt kein Bild. Sollte eigentlich laufen. Jetzt ist es gerade da. Genau, gut. Ich wollte nämlich drüben nochmal kurz in kurz reinstellen, dass es dann jetzt startet und die Quali. Ja. War es schon. Nee, sollte alles laufen. Jo, bitte. Damit auch ein Gruß an alle Mitglieder der SKS-Community. Ja, wir sind hier live drauf. Wir erleben gerade Michaels Ausflug. Und damit muss er die Runde doch schon vorzeitig abbrechen. So, und hier Peter Grau geht auf seine nächste schnelle Runde. Frisch erholt. Und hoch motiviert wie immer. Ja, fährt er gut über die Curbs. Kommt jetzt zur ersten Vektormessung. Allerdings kriege ich hier keine Zwischenzeit gerade eingeblendet. Die schnellen SS. Das hier ja auf jeden Fall auch die neue Variante der Silverstone-Strecke, das heißt mit neuer Boxenanlage. Und Peter Grau liegt leicht zurück hinter seiner eigenen Zeit. Mal gucken, ob er die zweite Runde dranhängt oder ob er sogar noch im letzten Sektor ein bisschen was rausholen kann. Da ist in der Regel nicht mehr so viel zu holen, da ist nur noch diese Rechtskurve kommt. Anschließend noch eine kleine Schikane hier. Jetzt anbremst, auf jeden Fall sauber fahren. Oh, da steht ein Ferrari im Kies. Wird dann wohl entweder der Elfmar oder Marinus Rieder sein. Und kommt jetzt auf die Zielgerade. Peter Grau, ja, mal leicht aufgeholt, wie es aussieht, aber keine Verbesserung. Stefan Dänecke in der Box. So. Haben natürlich einige Fahrer, die hier noch Strafen aus Hockenheim mitgekriegt haben. Hier Dominik Brabitz, der auf seine Quali-Zeit, allerdings aus einem Vorrundenrennen, auf seine Quali-Zeit noch 60 Sekunden noch draufgerechnet bekommt. Das heißt, ich glaube, wir haben hier mehrere Piloten. Ja, wenn man da die schnellste Zeit fährt, ein Stück von denen bestraft immer noch am weitesten vorn. Martin Fuhrmann darf gar nicht mitfahren. Das heißt, er muss so oder so im Sprintrennen von ganz hinten starten. Während Dominik Wralitz jetzt hier die beste Zeit im ersten Sektor hinlegt. Kommt ja auch wieder in die SS.
wäre Entscheid hier durchzukommen, ohne zu viel Korrekturen zu haben. Ist hier ein ziemlich wilder Drift. Nimmt die Curbs hier ordentlich mit. Und ist jetzt 69 Tons still dahinter. Derweil auch Rico Kistenbacher auf Platz 1 vorgefahren. Was mein Timing leider noch nicht aktualisiert hat. Kommt hier weit über die Curbs. Da muss er aufpassen, da wurden vorher gerade noch sehr wichtige Cut-Regeln festgelegt. Schied sich jetzt vor auf Platz 4 mit knapp 6 Zehnteln Rückstand. Also Michael ein Platz weiter nach hinten. Hier auf Platz 7 inzwischen. So, mein Lifetime hier stimmt gerade überhaupt nicht. Ich hoffe, die Daten analysieren sich da gleich. Peter Grau liegt ja nach der Sektorzeit leicht vorne. Versucht natürlich seine schnellste Runde wieder zurückzukriegen. Sprich die Position 1. Und liegt weiter vorne. Da war immer noch kein Hin- und Zeiten auf meinem Monitor hier. Naja, es mit Zeitenausfällen passiert also nicht nur RTL, sondern auch bei uns hier. Und Peter Grau kann sich vorne schieben, wieder auf Platz 1 zurück. Und wir schauen, Kai Knebel, momentan nicht auf einer schnellen Runde, schaut mal durchs Feld. Dominik Brabe gerade auf dem Rücken runtergegangen. Kommt jetzt hier auf die aus der neuen Streckenpassage heraus, unter der Brücke durch und dann sind wir schon wieder fast in Passage hier, das sieht man wieder im alten Streckenteil. Leicht hinten, knapp Zehntel. Die Räder heben ja bei der Fahrt über den Körper regelrecht ab. Das wird hier ganz schön wild. Wie gesagt, bei mir war es ja auch etwas gehandicapt. Von daher seine Leistung hier umso höher einzuschätzen. Muss ich hier ordentlich abmühen. Manfred Schneider auf Platz 5 hat sich gerade nach vorn gefahren, jetzt so hat seine Zeit verbessert. Rabitz immer auf Platz 6. Oh, Rabitz jetzt auch 3, fast 4 Zehntel hinter der Zeit von Peter Grau. Mirko Meyer schiebt sich auf Platz 17 mit einer 1,49,2. Und Rabitz kommt durch die Lettkurve hier. Kann sich aber nicht verbessern. Ah doch, schiebt sich auf Platz 5, ein Platz vor Manfred Schneider. Fährt ja auch wild über den Körper, die Autos heben hier immer ab. Thomas Sutter. Heute allein unterwegs, sein Teamkollege Jörg Degenkolbe
Schönen Gruß an dieser Stelle. Konnte leider nicht am Renntag teilnehmen. Wird aber hoffentlich beim nächsten wieder von der Partie sein. Hier bricht das Auto leicht aus. Konnte ihn noch abfangen und kommt jetzt wieder auf die Gerade, gleich zur ersten Zeitmessung. Er hat dann natürlich wahrscheinlich durch den Drift schon einiges verloren. Ja. Unser Zeitmonitor ist gekehrt, hier erfreulich. Oh, da sah man gerade noch leichte Rauchspuren, da scheint ein Wagen vor ihm in die Reifenstapel abgebogen zu sein. Thomas Sutter liegt jetzt hier schon eine Sekunde hinter der Zeit von Peter Grau. Ja, könnte noch eine minimale Verbesserung seinerseits werden. Eine eigene persönliche Bestzeit. Nee, leider nicht. Platz 8 Zeit. Martin Fuhrmann ist nach wie vor in der Box, beziehungsweise muss in der Box sitzen. Henning Wollert, wenn hier gerade, hat sich auf Platz 3 vorgearbeitet. Also recht ordentlich, also läuft diesmal sehr gut für das GRF1-Team. Carsten Wilhelm. Zurück im Cockpit. Wir haben Ford GT hier. Das sah schon sehr, 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 sehr arg aus, wie er da die Linie da noch geschnitten hat. Eventuell waren vielleicht ein paar Zentimeter des Reifens noch auf der Strecke, wenn er Glück hat. War aus der Perspektive nicht genau zu sehen. Aber das wird sich die Rennleitung nachher wahrscheinlich nochmal genau angucken. Werde ja auch einigermaßen driften durch die Curbs. Und wie wir letztens auch gesehen haben, der Ford GT hat nicht die beste Übersicht aus dem Cockpit. Das heißt, für die Piloten noch mal eine ziemliche Gewöhnungssache an die jeweilige Strecke. Liegt hier auch 7-10 zurück. Könnte aber noch eine persönliche Bestzeit werden. Momentan hat er 1,7 Sekunden Rückstand auf den führenden Peter Grau hier. Platz 8. Kann sich damit auf jeden Fall verbessern. Und die Zeiten spielen ja leider wieder auf dem Monitor, aber immerhin haben wir welche. Konnte sich auf jeden Fall nach vorne arbeiten. Jetzt nur noch knappe Sekunde Rückstand. Und wir haben noch knapp 11 Minuten hier im Qualifying. Manfred Schneider hier auf der Runde. Einer der SKS-Jungs. Wieder, wie gesagt, die meisten Trainingsrunden, ist unglaublich, was die hier für Kilometer abspulen. Ja, der Wagen passt auch auf der Strecke ganz gut an. Blau-weiß, bisschen schwarz. Das passt gut hier nach Silverstone. Verschmilzt hier geradezu mit den Streckenbegrenzungsmauern.
Ja, liegt jetzt knapp 4 Zehntel zurück. So, Motor ist mal wieder nicht der aktuellste. Oh, Manfred Scheinert hätte hier, muss die Runde dabei abbrechen. Thomas Sutter. Kommt hier in die letzte Passage der Strecke. Gucken, kann er sich jetzt verbessern. Ja, sieht dann gut Zeit aus. Auf jeden Fall etwas weniger Rückstand, wie das hier richtig sehe. Immer noch Platz 8. Manfred Schneider hat sich auf die Strecke gefahren, will sich natürlich nochmal verbessern. Gerd Zeller, auch mit einer Strafe belegt, kriegt auch in seiner für seine Quali-Runde noch 60 Sekunden draufgerechnet. Christian Kohlsche auf Platz 11 zurzeit. Auf Platz 12 Dieter Hemmel. Wir haben dann Aston Martin. Übernimmt jetzt auch administrative Aufgaben in der SRF. Ist da ein bisschen aufgestiegen. Dafür auch mal herzlichen Glückwunsch. Und schau mal, jetzt, was sich auf der Runde hier schlägt. Direkt vor ihm sein Teamkollege. Na, liegt hier eine knappe 6 Zehntel zurück. Zurzeit rangiert auf dem 12. Platz. Damit könnte er sich natürlich ein bisschen nach vorne arbeiten. Schauen wir mal, wie die nächsten Sektoren aussehen. Nicht stört ihn aber sein Teamkollege vor ihm nicht. Windschatten scheint nicht ganz so leicht reichen. Teamkollege produziert da ein bisschen Rauch, das kann auch manchmal ein bisschen verwirren. Müssen sich die beiden noch ein bisschen absprechen, dass sie da nicht gegenseitig im Weg stehen. Ja, wo hat jetzt auch 1,4 Sekunden Rückstand. Ja, wenn es nicht die Maus ist, dann ist es irgendwas anderes. Heute ist der Zeitmonitor. Irgendwas ist immer. Dieter Himmel kommt hier in die letzte Kurve. Hier ist so noch voll rausbeschleunigen. Gucken, dass die Linie stimmt. Und. Ah. Da hat sich sogar sein Teamkollege noch vor ihm geschoben. Petrikov geht auf 12. Stefan Denecke hier auf 14 im Moment. Geht hier jetzt auf nächste Runde, ist noch eine Einrollrunde. Der Teamkollege Christoph von Borczykowski hier auf Platz 15. Hasso Osterkamp weit weg von seinem Teamkollegen Michael Welle. Ja, da müssen die beiden auch noch ein bisschen arbeiten.
fährt hier ziemlich stark über die Köpfe, muss er aufpassen. Beim doch zu extrem überfahren, hebelt das Auto ein bisschen aus und man verliert wieder einiges an Zeit. Hier muss er aufpassen, dass er nicht zu viel korrigieren muss, nicht zu wild reinfährt. Hier schön rausbeschleunigen. Die Linie sieht auf jeden Fall gut aus, allerdings die Zeit macht noch was anderes. 1,5 Sekunden Rückstand. Kommt jetzt auch wieder letzte Passage, sehr, sehr schwierig teilweise anzubremsen, dass man nicht genau weiß, na, wann ist der letzte beste Bremspunkt, weil den Curb kann man zwar gut mitnehmen, aber Platz 16 schiebt sich ein bisschen nach vorne, wenn ich das hier richtig sehe. Oh, es fliegt hier ab. Drück schnell Escape, bevor du noch einen anderen Piloten da Mitleidenschaft ziehst, oder so. Platz 15? Platz 15 sehe ich gerade. Marinus Rieder, wie gesagt, stark gehandicapt. Leichte gesundheitliche Probleme im Augenblick. Kann sich da nicht wirklich voll auf das Rennen hier konzentrieren. Da viel dann zu kämpfen. Mirko Meyer auf Platz 19. Ja, interessant. Sein Teamkollege. Wistmacher auf 1. Das nenne ich mal das Feld einkesseln. Das ist ein riesen Sandwich. Eine äußerst bunte Mischung. Rico Kistenmacher mit Gamepad unterwegs. Hoppelt hier auch ordentlich über die Strecke. Da gibt's einen Überschlag. Eieiei. Der sah übel aus. Dass der Wagen hier so abhebt, ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist. Dann müssen sich die Verantwortlichen hier mit der Strecke nochmal, mit den Streckeneigentümern nochmal unterhalten. Das verspricht natürlich der Spannung fürs Rennen. Wir wissen hier, die Zweikämpfe sind hier sehr hart. Keiner gibt nach. Und es kommt auf unweigerlich immer mal wieder ein bisschen zu Lackaustausch. Ja, ganz gemütlich wird diesmal der Martin Fuhrmann beim Start von hinten angucken können. Es sei denn, er geht beim Start wieder auf volles Risiko und versucht sich gleich durch den perfekten Start wieder nach vorne zu schieben oder weiter nach vorne zu schieben. Dominik Fabert, der war inzwischen auf Platz 3 vorgerückt. Ja, beachtlich, beachtlich. Oh, berichtet er allerdings die Runde hier ab. Ja, muss ich jetzt beeilen. Noch knapp 2 Minuten Zeit, jetzt muss er ordentlich schnell fahren. Da kommt er kurz knapp vor einem Ferrari noch raus. Das müsste wahrscheinlich, schau mal, müsste der Ralf Mahr gewesen sein. Nee. Marinus Rieder, der hier unglücklich über den Kopf fährt. Eieieiei. Stehe aufpassen, dass sich das Auto nicht gleich in der Einführungsrunde beschädigt, denn dann ist die Runde eh hin. So, wir schauen mal. So, Rico Kistenmacher. Geht gleich mal schnell eine Runde, da schauen wir gleich mal drauf. Peter Grau, jetzt auf seine schnelle Runde. Dann schauen wir mal zu, was die Piloten jetzt hier machen. Letzter Versuch, jetzt zählt's. Oh, Peter Grau steht in den Rädern hier. Wieder keine Zwischenzeit. Schade, schade. Weiß nicht, was das hier ist. Kommt jetzt hier auf die alte Start-Ziel-Gerade. Da kann man links mal der Queen winken. Die sitzen da immer.
Peter Grau wird das allerdings keine Hand frei haben hier auf seiner Runde. Wahrscheinlich alle Hände voll zu tun haben, hier die optimale Linie zu finden. Kommt jetzt hier gleich zur nächsten Sektormessung und liegt leicht hinten. Vorhin aber schon gesehen, er hätte im letzten Sektor noch ein bisschen was gut machen können. Vielleicht hat er noch die Möglichkeit, da noch ein bisschen was rauszuholen. Knapp 1,5 Zehntel. Das ist nie unmöglich. Die letzte Passage ist sehr gut erwischt. Ja, kommt so gut durch die Schikane. Ah, reicht nicht ganz. Man hat die Runde abgebrochen. Wabitz, 73.000 zurück nach der Sektormessung, nach der ersten Sektormessung. Jetzt wird's spannend. Das heißt, Peter Graus aus dem Rennen. Kistenmacher kann sich inzwischen nicht mehr wehren. Wabitz kommt hier weit raus. Das kann Zeit gekostet haben. Er bricht die Runde nicht ab. Welle inzwischen auf Platz 4. Unglaublich. Der sich doch immer noch mal wieder nach vorne kämpft in so einem Qualifying. Er haut es dann irgendwann immer noch mal raus. So, Wabitz kommt zu der nächsten Sektormessung und liegt 4 Zehntel hinten. Ob er den Peter Grau noch schnappen kann? Ich glaube es nicht. Oh, kommt hier quer und dreht sich, das war's. Michael Welle, auch schon in der Box. Schauen wir durch. Das Osterkamp, noch die Linie. Alle Piloten sind jetzt über die Linie, so ich das hier sehe. Und Martin Fuhrmann, der die Quali auslassen musste. So, dann holen wir uns gleich mal die ersten drei. Enrico Kistenmacher, Peter Grau und Dominik Wrabetz. So, Dominik, was haben wir schon mal da? Hallo. So, Peter Grau wäre auch da. Jetzt brauchen wir noch den Rico. So, jetzt haben wir die ersten drei aus dem Qualifying hier. Glückwunsch an euch drei. Zuerst natürlich ja, danke. An Rico. Danke. Klasse Runde. Erzähl mal, wie war dein Qualifying? Ja, also Qualifying war erstmal zu Beginn ein riesiger Tummel. Alle wollten sofort auf die Strecke. Muss aber sagen, es hat sich nachher alles gut aufgelöst und nach ein paar Minuten sind alle gut verteilt gefahren. Hat riesig Spaß gemacht. Setup lag in den ersten Runden nicht so gut, aber nachher wurde das Grip-Niveau besser. Und dann habe ich einmal so eine Runde halt geschafft, wo ich mal minimal schneller war als der Peter. Auch Peter nochmal Gratulation, echt klasse Runde und ich habe dich eben auch nochmal verfolgt. Letzten Runde, bis zum zweiten Sektor warst du vorne. Ja. Also, ich bin echt gespannt, was das für ein heißer Fight wird. Also, sehr, sehr eng hier das Ganze. Ja, Peter, war ein enger Kampf zwischen euch. Habt ihr euch immer gesehen, so Positionswechsel, beziehungsweise du mal auf P1, dann wieder Rico, dann wieder du. Wie war dein Qualifying so? Ja, hat sich ja schon angedeutet, wenn man im Bestzeitenportal die Zeiten sieht. Also Rico und ich waren eigentlich klar vorne. Dass wir dann nochmal die Zeiten, also es ist ja schon, ist schon brutal schnell. Also da geht vielleicht noch ein ganz klein wenig was, aber das ist dann eine absolut saubere Runde. Und ja, dass wir die dann im Quali nochmal fahren, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich hatte so mit 5er, 6er Zeiten gerechnet, aber okay, ich habe es als erstes rausgehauen, Rico hat nachgezogen. Glückwunsch ist minimalst, also ich denke mal, das Rennen wird auch spannend werden und können wir uns auf den Sprint freuen. Ja, danke Peter. Dominik, du auf Platz 3 jetzt. War sicherlich ein hartes Qualifying, du hast momentan gesundheitlich ein bisschen zu kämpfen. Wie lief es bei dir so? Ja, also überraschenderweise dann doch gegen Ende nochmal richtig gut. Ich habe halt wirklich wegen meiner Krankheit, die ich da momentan habe, konnte ich halt nicht so viel machen, weil ich halt relativ schnell mal aus der Puste bin.
Und habe halt, glaube ich, die Woche über insgesamt, wenn es hochkommt, ich glaube, 70 Runden oder so abgespult insgesamt und halt nicht eine leer, weil ich halt das, was ich fahren konnte, habe ich halt fürs Rennen dann gemacht. Ja, alles in allem, ich habe halt zu beißen gehabt. Ich bin zum Glück dann noch am Ende die 46,9 gefahren und konnte mir, glaube ich, den Henning noch schnappen oder so. Und bin halt jetzt auf P3 und bin halt damit auf jeden Fall für das, was ich investiert habe oder investieren konnte, bin ich auf jeden Fall hochzufrieden damit, dass es dafür gereicht hat. Ich wünsche den beiden da vorne auf jeden Fall schon mal viel Spaß, weil erstens habe ich eine Durchfahrtsstrafe noch von vorletztem Rennen, die ich absolvieren muss. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass ich mit meinem Trainingspensum die Zeiten gehen kann, die zwei da vorne fahren werden. Ja, nee, aber so rein fürs Qualifying bin ich erstmal zufrieden damit. Und ja. Ja, dann gute Besserung an der Stelle natürlich Danke. nochmal. Und nochmal Glückwunsch an die ersten drei hier. Danke. Viel Spaß und viel Erfolg jetzt natürlich im Rennen. Dann schiebe ich euch mal wieder hoch in den Channel. Jawohl. Okay. So, jetzt kommen wir wie immer zu unserer Streckenvorstellung mal. Dazu ziehen wir uns mal den Marinus Rieder hier in den Channel. Schauen wir gerade mal, ob er jetzt auf einem kleinen Ring will. So, Marinus, hallo. Oh, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. So, wir haben uns dich jetzt einfach mal gegriffen. Okay. Also nur kurz dein Auto hier noch finden. So, da haben wir dich. Ja, du momentan ja auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ja, wie lief denn so dein Qualifying? Eher durchwachsen. Also ich habe nicht, ehrlich gesagt, nicht den Grip auf die Strecke gebracht. Hat auch ne, sehr, sehr wenig Training bedingt durch die Arbeitszeiten in dieser Woche. Ich hatte Spätschicht, das heißt bis 24 Uhr arbeiten. Und das merke ich auch momentan, dass mir das einfach fehlt, das laufende Training. Ja, aber man kann jetzt das Beste draus machen. Das Ja, Rennwetter fühlt sich ganz gut an. wir haben gesehen, teilweise ist es echt schwierig, also ja, den richtigen Punkt bei den Curbs zu treffen, dass der Wagen sich nicht komplett aushebelt. Haben auch glaube beim Rico Kistenmacher haben wir einen Überschlag gesehen. Also da geht es teilweise auch wirklich ordentlich dann zur Sache. Ich sage also, es gibt hier sehr viele schnelle Kurven, wo man die Linie exakt treffen muss. Und das macht das Fahren hier wirklich schwierig. Wir gehen jetzt mal zu dir an Bord. Jetzt gehen wir gerade auf die schnelle Runde. Ich bin gerade zum Start-Ziel unterwegs. Hier muss man möglichst auch den Schwung mitnehmen. Hoch bis in den sechsten Gang. Dann hier ist auch wieder Linie in den Treppen sehr wichtig. Runter im fünften rollen lassen, etwas vom Gas, dann gleich wieder aufs Gas. Sofort in den sechsten, dann dreht den Motor nicht voll aus. Hier dritte rollen lassen, dann den zweiten runterschalten. Hier muss man auch gut die Linie halten, das Auto viel arbeiten lassen, viel rollen lassen, nicht zu früh ans Gas gehen, weil dann neigt das Auto zum Untersteuern und die Hinterräder nutzen sich umso mehr ab. Nun auch wieder eine heikle Stelle. Dritte runterschalten, wieder rollen lassen, um die Linie zu halten, nach außen treiben, wieder rollen lassen. Hier langsam im Gas aufdrehen. Curb außen kann man leicht mitnehmen. Hier geht man auch ein bisschen nach innen. Die Strecke voll ausnutzen, soweit es geht im legalen Bereich. Dann hier nur vom Gas kurz runter, Auto rollen lassen, im sechsten Gang bleiben. Hier ist es auch sehr heikel. Wir sehen hinter uns Michael Welle, denke ich mal, der etwas weit rausgekommen ist. Hier dann runter in den vierten rollen lassen. Man kann hier im vierten bleiben. Ich probiere es. Ja, geht. Wieder möglichst früh ans Gas. Fünfter, sechster Gang. Wieder ein bisschen Zeit zum Erholen. Auch für die Reifen. Dann hier wieder eine heikle Stelle. Linie muss man gut treffen. Runter in den vierten Gang rollen lassen. Das Auto, es arbeitet wirklich, man spürt es im wahrsten Sinne des Wortes. Fünfter Gang. Runter in den zweiten. Linie treffen. Curb innen gefährlich, so wie auf der anderen Seite auch. Das Auto neigt hier zu Überschlägen, wie von dir angesprochen.
Also die Kurven sind echt tricky und jetzt auf die Start-Ziel-Gerade und dann haben wir eine schnelle Runde hinter uns. Ja, sehr gut. Ja, sind gerade der Michael sitzt hier da ganz schön gelingt. Oh, da steht ein. Ja, genau, an der Stelle kam der Rico Kindmarathon von der Strecke ab und hat sich da ordentlich überschlagen. Beim Hinausdriften in die Auslaufzone. Ja, was erwartest du so fürs Rennen? Punkte. Also ich hoffe, Punkte zu machen, weil ich denke, hier ist es wichtig, das Auto heil über die Distanz zu bringen. Und ich habe gemerkt, auch die schnellen Jungs haben in der Qualifikation den einen oder anderen schwerwiegenden Fehler gemacht. Ich habe auch einen Dominik einmal komplett querstehen gesehen. Und ja, ich denke mal, es würden dann gleich mal die Jungs von hinten ziemlich Druck machen, die eine Strafe in Qualifikation bekommen haben. Ja. Von dem her denke ich mal, es werden zwei interessante Rennen allgemein im ganzen letzten Teil. Wir haben ja heute wirklich wieder viel Fahrer anwesend, was das Ganze noch interessanter macht. Und ich versuche einfach mein Bestes zu geben. Ich habe hier nur 60 Runden gehabt vor dem Rennen und das ist halt eindeutig zu wenig, das weißt du ja selber. Ja, genau. Also die Meister sind hier wieder die Jungs von SKS mit 800 und 700 Runden. Also die Jungs spulen ja mächtig viele Runden immer ab. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es probiert nach der Arbeit, nachts um 1, halb 2, aber da bist du so platt, da hat es eigentlich kaum Sinn, da großartig sich da noch vor den Rechner zu setzen. Deswegen musste ich halt mit so wenig Training auskommen. Es war eine sehr stressige Woche, auch am Freitag erst um 11 Uhr daheim gewesen. Das stimmt, das bringt dann recht wenig auch zu trainieren, weil man eh nicht mehr die Konzentration noch so hoch hat. Ja, man hat auch die Reflexe nicht, man ist einfach total übermüdet. Genau, ja. Ja, danke dir, dass du noch los. Zu danken. Viel Erfolg für dich auf jeden Fall, viel Glück. Dankeschön, danke. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß beim Kommentieren. Ja, danke. Heute auf jeden Fall auch ohne mich. Heute auf jeden Fall auch wieder mit Teamkollegen unterwegs. Das war ja, denke ich mal, auf jeden Fall auch ein bisschen. Das macht mir wieder Freude, ja. Genau. Ralf ist zwar nicht so begeistert von seinen Performance, aber man darf auch nicht vergessen, er war ein Weilchen weg. Und wenn der Junge auch öfters mal wieder fährt und einfach mehr Training hat, dann denke ich mal, kann er auch da im Mittelfeld mal wieder mitfahren um die Position. Genau. Alles klar, Marinos, danke dir. Okay, bitteschön, später. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt gerade im Warm-Up. Momentan vorne beim Rennsetup-Test Peter Grau. Hat sich gerade noch mal ein bisschen verbessert. Dicht gefolgt von Michael Welle. Etwa ein bisschen Rückstand auf die Zwischenzeit hat, aber der hier im Rennen sicherlich auch wieder Wörtchen mitreden kann. Startet hier vom Platz 4. Hockenheimer schon sehen, war nur Martin Fuhrmann noch der Grund, warum er nicht sein erstes Rennen hier gewinnen konnte. Diese Saison, können wir schauen, in Silverstone, viele schnelle Kurven, Dirty Air natürlich bei den Wagen, noch nicht ganz so schlimm eventuell wie bei der Formel 1 oder wie bei Formelklassen teilweise der Fall ist. Wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein. Oh, jetzt sehe ich gerade, zeigt mir natürlich direkt meine Fehlermeldung. Schauen wir mal, ob wir das wieder hinkriegen. Michael Welle auf jeden Fall hier ein Kandidat nach der ganzen Performance, sobald die Sieg mitreden kann. Hier auch nur ja, unter einer Zehntel. Das sehen können hier weg von Martin Fuhrmann. Ah, jetzt auch wieder im Geschehen. Martin Fuhrmann, der Sprintrennen von ganz hinten starten darf. Was darf, muss. Oh! Was wird das? Ja, Martin, er fühlt sich dann das ein oder andere Mal vielleicht leicht gestört, wenn er irgendwie Fahrer da vor sich hat, die ihm nicht unbedingt Platz machen. Ich weiß nicht genau, was da jetzt der Grund jetzt gerade war. So, eventuell mal nach dem Rennen nachhaken. Gleich mal aufschreiben und notieren. Ja, generell natürlich Martin Fuhrmann hier mit einer der Favoriten. Ganz klar, in Hockenheim ein super Rennen abgeliefert.
der schlimme Phase da jetzt dann leider versetzt, so die letzte Startposition hier. Testet jetzt hier die Boxeneinfahrt, die laut einiger Piloten hier auch nicht so einfach sein soll. Kommt hier auch leicht quer rein. So, wir schauen mal, ob wir wieder einen Livestream kriegen. So, jetzt haben wir noch knapp 2 Minuten, 2,5 Minuten. Rico Kistenmacher, ja, Gamepad scheint nicht so schlecht zu sein. Wer es kann, also kann man wirklich nur empfehlen, testet den Mod, kommt zur SRC. Auch hier Leute von PlayStation und wo auch immer her, wo mit Gamepad gefahren wird. Testet R-Faktor, es wird euch begeistern. Und man hat auf jeden Fall eine Chance mit Gamepad. Es gibt so häufig mal so die Vorurteile, ja, Gamepad, das kann ja eh nichts werden gegen Lenkradfahrer. Aber man sieht's, es geht. So. Und wir gehen in die letzte Minute. Carsten Wilhelm hier auf Platz 5, unser Kommentatorkollege aus Hockenheim, hier auch wieder im Cockpit, seinem neuen Teamkollegen, oder seit Hockenheim, neuen Teamkollegen Gerd Zeller. Oh, Martin Frum hier leicht auf Abwägen. Was macht Dominik Wrabetz? Fährt hier recht langsam. Eventuell Startübung. Ja. So sieht's beim BMW Z4 im Cockpit aus. Wenn Martin Frum ihn steuert. Oder auch nicht mehr, okay. Hat er jetzt die Box geklickt. Und hier sehen wir Martin Frum an der Arbeit. Hier gerade raus auf Startziel und bremst hat und testet hier wohl auch noch einen Start. So, meine Damen und Herren, wir haben zu Rennen geswitcht. Die Piloten haben jetzt knappe 5 Minuten Zeit, hier in die Startaufstellung zu fahren.
Ja, die Piloten sammeln sich jetzt am Boxenausgang. Rico Kistenmacher wird das Feld dann nachher anführen. Mal schauen, wie es gleich ist für ihn mit Gamepad zu starten. Hier die beiden Audis im Formationsflug. Peter Grau und Henning Wollert. Da wir gerade ein bisschen Zeit haben, möchte ich schon mal darauf hinweisen. Beim Rennen ins Spa-Francorchamps, das da wäre. Sag mal nachschauen. Schauen wir mal, ob wir diese Seite aufgerufen kriegen. Ja, jetzt kriegen wir das Live-Timing. Sehr schön. Das brauchen wir jetzt allerdings gerade nicht. Müsste am 24. März sein. Dieses Rennen wird ein Langstreckenrennen, daher auch mit dem Datum 24.03. an einem Samstagabend. Werden voraussichtlich nach bisherigen Informationen mindestens 3 Stunden ohne Fahrerwechsel. Auch in die Dunkelheit natürlich, also sprich, da haben wir auch den Lichtwechsel. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Da also schon mal im Kalender vormerken und Simrace TV einschalten. Dann noch ein Aufruf meinerseits. Wenn es da draußen einen interessierten Kommentator gibt für das nächste Rennen in Navarra, dann einfach auf der Seite der Simrace Community melden. Der werde ich ausnahmsweise mal ausfallen. Wer also da Interesse hat, einfach mal hier schreien. Ja, während die Piloten hier recht gebrechlich dann in die Startaufstellung rollen, wollen natürlich hier nicht zu viele, nicht zu viel Reifen und Sprit verbrauchen. Alles knapp bemessen. Auch in Zeiten der teuren Spritpreise hier. Hier natürlich das ähnliche Problem, beziehungsweise ähnliche Problematik wie auch in Hockenheim. Das heißt, hier müssen auch wirklich in der Formationsrunde nachher dann Reifen und Bremsen auf Temperatur gebracht werden. Oh, hier sehen wir schon, einige stehen schon. Peter Grau fährt jetzt auf eine zweite Position, liegt da jetzt knapp vor dem BMW und positioniert sich da. Ah, schwierige Worte heute. So, und da hinten kommt ein BMW. Na, stellt sich wohl ganz hinten an. Könnte demnach Martin Fuhrmann sein. Noch knapp eine Minute bis zur Formationsrunde. Und mir fehlen da noch ein bisschen die Kollegen von Mercedes. Lassen sich heute sehr viel Zeit. Aber alles läuft direkt gesittet ab. Da macht nochmal jemand Scheinwerfer an. Wozu das? Müsste Sicht eigentlich okay sein. Es sei denn, er hat gerade einen spontanen Tag-Nachtwechsel gehabt, aber vielleicht hat ihm noch mal die Scheibe zugeklebt. Ein bisschen aufpassen, dass da die Rennleitung nachher dann vielleicht kritisch drauf guckt. Ah, Licht ist wieder aus. Und der kommt noch einer an. Oh, der zackt da aber ein bisschen. Doch ein bisschen am Lecken der Wagen.
So, und jetzt geht's los. Rico-Kistenmacher, zum ersten Rennen dabei, gleich Pull. Das ist ordentlich. Gut, natürlich von Bedenken. Eigentlich Top-Kandidat Martin Fuhrmann, hier strafversetzt, muss man ganz hinten starten. Wir werden aber sehen, wie sich das jetzt entwickelt im Sprintrennen. Im Hauptrennen nachher natürlich wieder umgedrehtes Feld, umgedrehte Startreihenfolge. Kann man hier versuchen, wenn man einen Blick auf die Bremse kriegen. Bremsen bei Rico Kistenmacher hier nach wie vor kalt anscheinend, zumindest sehe ich noch nichts glühen. Ja, Dominik Trabert ist ja schon kräftig am Aufwärmen. Die Bremslieder ganz gut. Ja, fangen wir leicht an zu glühen. Hier der BMW von Manfred Schneider. Teamkollege von Peter Gauer, Henning Wollert, hier wild am Hin- und Herfahren, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Hier die Neulackierung des Nissans. Ich würde fast vermuten, da steht auch noch demnächst ein Wechsel des Teamnamens bevor. Rico Kistenmacher steht jetzt hier. So, das restliche Feld sortiert sich gerade ein. Mehr oder weniger glücklich. So, das Adrenalin steigt. Und wir haben den Start. Ampel gehen an. Lichter sind aus. Martin Fuhrmann sich hinter dem Patch und leistet sehr gut den Start. Dominik Rabe kann sich hier wohl. Ja, er schiebt sich vorbei direkt im Start an Peter Grau. Er konnte dann die ganze Zeit wurde attackiert. Von einem Pitchschneider. Marino Grieder steht auf Platz 8, das ist sehr gut nach vorne gekommen. Aber wo? Michael Wille nur auf Reiz sehen. Eieiei, der hat einen schlechten Start im Weg. Beziehungsweise nein, er hat eine Strafe. Sorry, muss ja korrigieren. Rico Kistenmacher direkt hier unter Druck von Dominik Brabitz. Martin Fuhrmann in der Box. Was macht Martin vorne in der Box? Das ist etwas ungewöhnlich.
Renus wieder 3-4-1 der ersten Martin. Ich bin die Kurve, ja. Kann man auch nebeneinander fahren, das geht. Aber jetzt der erste Martin ist etwas besser in Position. Wird er kontern? Ja, der Konter kommt. Kommt jetzt hier aber schlecht aus der Kurve raus, aber Marinus muss da nochmal zurückziehen. Jetzt hat er ihn direkt ins Heck geschossen. Aber jetzt kein guter Überholterpunkt. Jetzt ist alles hintergeblieben. Jetzt kommt eine schnelle Kurve hier. Da kommt Marinus wieder weit nach außen. Muss aufpassen, dann zurück auf die Strecke. Ja, macht das gut. Verliert allerdings nochmal zwei Positionen zusätzlich. Und Alex. Jagt hier weiter den Rico Kistenmacher. Und hält sich auf jeden Fall ganz wacker hinter ihm. Ja, wird aber hart für ihn werden, da er gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe ist. Ja, dann Fuhrmann. Ja, da haben wir ihn schon. Martin Fuhrmann. Wenn mich jetzt gerade nur in der Box stehen sehen, was ist passiert? Ja, was soll ich sagen? Er ist der Kurve rumgefahren. Sorry, dass ihr da hier so nichts habt. Dreht sich hier. Verliert ja eine Menge Position. Und muss das Ganze jetzt wieder von hinten aufrollen. Sorry für die Unterbrechung. Ja? Ja, ne? Vom Start her, super vom Blick gekommen, bestimmt mal 6 Autos passieren. Ja, liegt so immer, alles ist ganz tätig. Teilweise nicht imstande, sich irgendwie mal zurückzuhalten, sich zurückzustecken, aber es müssen ja 3 Autos nebeneinander durch die erste Kurve passen, dass ich dann da so ein bisschen erzählt, wie die gedreht und ich den Stern von vorne ziehe. Tja. Oh. Ist halt schwer, so ja. Das ist natürlich sehr schade. Wir haben beim Start schon gesehen, dass du da recht gut nach vorne gekommen bist. Allerdings war das Feld dann vorne recht geknäuelt. Ja, sehr schade. Ja, wir sollten. Ja, da wird es wahrscheinlich einige Diskussionen geben. Ja, das Schlimme ist ja, ich konnte ja nicht mal ein Stück nach vorne fahren, jetzt starte ich im nächsten Rennen von ganz hinten und der Spaß ist nochmal durch nach vorne. Ja, da kannst du natürlich jetzt mal hoffen, dass andere Fahrzeuge dann etwas weiter vorn starten und vielleicht erst nicht so im Weg sind beim Start. Ja, da wo man jetzt nicht ist. Auf jeden Fall der Teil für das Hauptrennen. Mhm. Und schiebe ich dabei mal wieder hoch, dann... Das kann ich selber. Dann mach das und viel Erfolg noch für dein Teamkollegen. Ja, der sitzt aber schon erstmal in der Box rum. Naja, jetzt fährt er in die Box, sehe ich gerade. Jetzt fährt er seine Strafe absitzen. Das ist ein Durchfahren wahrscheinlich. Ja. Alles klar, dann danke dir erstmal. Ja, bitte. Und bis später. Ja, oder auch nicht. Ja, natürlich nicht sehr gut gelaunt, verständlicherweise. Aber danke nochmal für das Interview. So, dann die Teamkollege, der Dominik Rabitz, sitzt sich den Box gefahren, kommt hier wieder auf die Strecke. Ist jetzt auf der Position, mal kurz schauen.